Engine, die hat halt einfach keine Power dahinter. Da bremse ich lieber früh. Hauptding macht ja sowieso nachher meine Fallschirme. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt das durchbrenne. Die Güte hier. Warpen. Okay, zufrieden. Natürlich ist das Bremsmanöver krass, aber was soll ich machen? Und so krank ist es auch nicht. Das Ding ist allmählich mal in die Dingkerne, in die Atmosphäre, das ist richtig schön abbremst. Ich würde gerne unter 1000 Meter die Sekunde sein, bevor ich die Fallschirme zünde. Ich schieb mal die ganze Stage hier, hier weg. Hier öffne ich. Ich bremse aber weiter ab. Und mach den Physical Time Warp raus. Anspannung. Anspannung. Oh mein Gott. Wie hoch sind wir denn? Seht ihr? Und deswegen habe ich kein F5 gedrückt. Dankt mir. Ansonsten wäre das nämlich fatal geendet hier. So, und Physical Time Warp. Falcon 4. So, was kann ich noch ändern? Mein Absturzwinkel. Ich könnte aus einem höheren Winkel abstürzen und dabei die ganze Zeit abbremsen. Das klingt nach einem Plan. Was hältst du davon, Light? Also jetzt. Was? Moment, wo sind wir? Was hältst du davon, Light? Also jetzt die Fake-Namen wie Obamos weh. Wenn sich jemand so unbedingt nennen will, es gibt mir nichts. Es ist mir aber auch egal. Hier kann ich mal F5 drücken. Ich meine, sollen sie halt? Wenn sie sich einen Fake-Namen geben wollen, also mich stört's nicht, sagen wir so. Mir soll das. So, jetzt machen wir halt echt einen eiskalt geraden Flug nach unten. Bremsen den auch mal ab. Du meinst auf YouTube? Es kommt auf die Fake-Namen an. Wenn man ganz klar erkennt, dass das ein Fake-Name ist, ist es zwar. Es ist halt nicht lustig. Also die Leute, die denken damit, sie seien lustig. Ja, aber. Nein, ich mache jetzt einfach hier. Das ist nicht lustig. Adolf Hitler und so ein Zeug ist kindisch. Das ist halt einfach kindischer Humor. Und wer das macht, ja, meine Güte, da sieht man halt sofort, welches Alter das ist. Oder zumindest welches geistiges Alter es ist. Genau, Niveaulosigkeit. Hihihihihi. Ja, ich ziehe das jetzt durch mit dem großen Periapsis. Könnt ihr mir glauben? Festgeschwindigkeit noch auf 0 bringen. Ja, Orbitalgeschwindigkeit ist mir jetzt eh egal. Na, wow. Ich wollte gerade safen, aber ich bin mir unsicher, ob ich das schaffen kann. Ja, doch, das schaffe ich. Ich safe mal. Ich denke schon, dass man das schaffen kann. Nein, das. Oh, das könnte man jetzt schon nicht mehr schaffen. Wobei, wir sind langsamer als vorhin schon. Also wir schaffen es doch. Ja, ich weiß, das ist wieder so ein krasses Bremsmanöver, aber ihr habt vorhin gesehen, dass das notwendig war. So, ich habe auch vorhin übrigens irgendwo gelesen, dass Crazy da ist. Hallo Crazy an der Stelle. Light can fly, bester Fake-Name. Da erkennt man, dass es ein Fake ist. Name kann fly. Ah. Ja, okay. Das wird nicht gut enden. Nicht safen. Warum denn nicht? Also, ich meine, Leute! 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 Warum nicht? Ich bremse allein meine Nuke Engine auf 0 ab, wenn es drauf ankommt.
Weißt du, was halten die Fälscher mir auch schon mal aus? Wenn mich gerade stört, dass irgendwie die Sounds hier nicht so richtig funktionieren. Nein, das heißt Nivea. Das ist halt Nivea. Niveau? Was ist Niveau? Jeff freut sich tierisch auf die nächste Beerdigung. Stimmt wohl. Ich weiß gar nicht, warum ihr so negativ seid, Leute. Also, es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine, ehrlich? So schlecht sieht das nicht aus. Noch so viel Fuel left. Seit du Flugstunden machst, wissen es alle besser als du. Ja, das ist wahr. Seit ich Tutorials mache, weiß sowieso jeder besser, wie was in KSBG. Allgemein, auf YouTube weiß immer jeder was besser, wenn du jemandem was erklären willst. Selbst wenn du dich dann fragst, warum er das Video angeklickt hat. Wenn du schon drei Raketen in die Luft gesetzt hast. Ja, aber Leute. Leute. Das sieht gut aus. Kann ich jetzt die Dinge hier absprengen, bitte? Und das. Ui, wie die abgehen, ey. Boah. Es ist trotzdem die ineffizienteste Methode. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich habe einen solchen Tank voll, der nur dafür gedacht war, um zu Duna zu kommen, um abzubremsen auf Duna. Und ich soll effizient spielen, ich spiele safe. Mann. Wenn ich safe spiele, motzt jeder rum, dass ich ineffizient spiele. Wenn ich ineffizient spiele, motzt jeder rum, dass ich. Wenn ich effizient spiele, motzt jeder rum, dass ich nicht safe spiele. Entscheidet euch mal. Ernsthaft. So. Und wir bremsen wieder ab. Und ja, es wird Ewigkeiten gehen, aber wir kommen unten an. Nein, keine 5 jetzt mehr. Stimmt, gute Idee, dass ich jetzt gleich mal die Landebahn ausfahre. Können wir auch mal gleich mal gucken, wie das aussieht. Pass sie aus. Aha, okay, die reichen, die sind aber tiefer, die würden dann zu Problemen führen. Das heißt, tschüss. Tschüss. Tschüss, weil die tiefer sind. Und da die weiter innen tiefer sind, ist das schlecht. Lieber dann nicht auf den äußeren Dingern da. So, voll kann er abbremsen. Die Halde mache ich hier runter. Die zünde ich dann auch mal. Mit dem Teil hier oben. Quick Save vor der Atmosphäre. Ja, natürlich werde ich wieder schneller. Mit der Zeit wird man halt schneller. Das passiert. Wenn aber meine Fallschirme ausgefahren sind, spreng ich das Ding hier ab und brenne dann mit dem Teil. Das machen wir sowieso. Sobald meine Fallschirme rauskommen. Ich warp jetzt auch nicht mehr. Müssen nur rauskommen. Okay, wisst ihr was? Es ist mir ein bisschen zu riskant. Das Ding will ich weghaben. Abbremsen. Und der 200 und 200. So, motzt noch mal rum. Öffnet euch, ihr scheiß Fallschirme. Bitch, please! Aber schön rummotzen, Leute, ne? Wir waren noch drunter. Ah, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir waren drauf. Wir waren drauf.
Wir haben keine Flagge gesetzt, aber wir waren drauf. Scheiß Berg! Ich muss ausgerechnet auf diesen Kackberg landen, ey. Falsch. Was heißt hier Feld? Ich hab's gerettet. Riesig. Unschön. Richtig unschön. Ich hasse euch. Zurück wird es schwierig, ja. Mit dem Fuel, das ich da gerade verbrannt habe aus Panik, wird es schwierig, ja. In der Tat. Auch habe ich die falsche Engine unten dran gepackt, was mir jetzt erst anfällt. Nur bis du dran schön. Nicht der Berg. Übrigens, wenn du das. Warum ich dich nicht abonniert habe, weil ich mit Lightcan Fly praktisch gar nichts abonniere, was nicht mit meinem Kanal zu tun hat. Darum habe ich dich nicht abonniert. Du bist in meiner Subbox. Ich gucke nach, wenn du Videos produzierst. Ja, es kommt bald, Chaskastu. Wenn das Fuel hier leer ist, habe ich auch keinen Nerv mehr, das hier zu retten. Teilen Fels, die Teilen ist ja, aber ihr macht es möglich, dass ich diese ganzen Videos überhaupt machen kann. Darum mache ich ein Danke-Video, weil ihr mich unterstützt über die ganze Zeit. So, fuck den runden Encounter. Wir gehen wieder auf kspolix.biz und drehen diesmal einfach das Ding um. Wir wollen nämlich nach Duna. Wir wollen von Duna, 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 wo ist Duna hier, Duna, nach Kerbern. Duna Maps. Und zwar muss Kerbern im 75 Grad Winkel. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht gerade zufällig der Fall sein, oder? Ja, super. Nee. Null. Okay, dann brauchen wir das Ding wieder. Switch to. So, gucken wir mal. Also, Kerbin da unten, Luna da drüben. So. Ab geht die lustige Bauerei. Darf ich dir eine ernste Frage stellen? Ja, du darfst. Die Frage ist, ob ich sie dir beantworte, aber wahrscheinlich schon. Lad doch den Safe. Warum soll ich den Safe laden? Genau, da muss ich ja nochmal landen. Das konnte man ja nicht lange nehmen. Ich bin auf dem Boden aufgekommen. Natürlich kann man das nicht Landung nennen, aber es tut mir leid. Dieser Riesenberg kann ich jetzt nicht mehr vermeiden. Ich habe die falsche Engine dran, um das nochmal zu korrigieren. Und auch den falschen Save. Und ich möchte den ganzen Livestream nicht nur damit verbringen, dass ich hier das mache. Ich möchte auch noch was anderes machen. Was hältst du von Tippen? Seriously? Wenn du Brustkrebs meinst, dann schreib das bitte auch so. Und dann ist die Frage, was ich davon halte, eine relativ dämliche Frage. Also, es heißt ja immer, es gibt keine dummen Fragen, aber bitte? Was ich von Brustkrebs halte, man sollte auf jeden Fall schauen, dass man das nicht bekommt. Das ist schrecklich. Also, ich meine, man muss auf jeden Fall aufpassen, dass bei sowas. Aber was soll die Frage? Ja, danke, das war eine tolle Runde. Wenigstens einer hat es erkannt.
So. Der war langweilig. Oh je. Na, danke. Gucken wir mal kurz mit Skype, ob da noch was läuft. Nein, nix. Nix läuft da. Kein Klaus auf der Welt zu sehen. Na, na. Gut. Versuchen wir es mal von so. Versuchen wir es mal von so. Ich glaube, wir schaffen es eh nicht. Ich glaube, wir schaffen es eh nicht. Muss ich gestehen. So. Wie meinst du, wäre es leid? Ja, für sowas mag ich mich dann auch. Würde ich mögen, aber ich spiele halt ohne Mods bisher. Willkommen zurück, Toast. Ich will landen. Ich will Chap eigentlich schon ein Heil zurückbringen. Das wäre eigentlich schon so ein bisschen Plan. Schauen wir mal. Mal schauen. Und wenn ich das dann hier geschafft habe, dann werde ich mich mal auch ganz kurz verziehen. Ich nehme mal jetzt kurz aufs Klo. Und ja. Übrigens an dieser Stelle mal ein Danke an. Wie viel sind es denn inzwischen? Keine Ahnung. Channel. Da ist noch. An 82 Follower. Super. Jetzt mal. Gut. Wir sind schon total dran vorbei. Okay. Egal. Weg damit. So, relativ weit weg. So, ich bin ein neuer YouTuber. Light kennt was? Was heißt hier? Light kennt sogar Scott Manley. Also ich kenne den nicht privat oder so. Ich habe noch nie mit dem geskypt oder so. Viel Spaß im Tekken spielen. Dann halt ich. So, ah, jetzt habe ich aus dem Fenster gekriegt. So, jetzt probieren wir mal hier. Ganze zu fixen, dass ich hier rankomme. Komm. Nein, da war es. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist unser Heimweg. Und er kostet nicht mehr zu viel Fuel. Ich lese gleich den Chat. So, ein Fallschirm auf dem Carbonauten wäre geil, falls Raumschiff keinen Sprit mehr hat. Ja, das wäre echt toll. Also ist. Okay. Das macht leid gerade. Nein! Oh nein! Das war das Geräusch. Okay. Das werde ich nicht mit meinem RCS-Fuel jetzt noch retten wollen. Jab ist doomed. Wir sind alle traurig drum. Aber das ist wahnsinnig. Ich
Ich würde sagen, wir machen hier mal eine kleine Streampause, um uns von diesem schrecklichen Schicksal, das Chat gerade ereilt hat, dass wir das schön vergessen können. Hör auf, mich als Mörder zu bezeichnen. Und ich gehe kurz aufs Klo. Und ihr könnt euch irgendwas zu essen machen oder so, was weiß ich. Und danach spielen wir eine Runde Just Cause 2. Und ich brauche hier das Bild, Bild da. Und ich brauche einen Text hinzufügen. Text. PASI. Bis gleich.